Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei Fighting Now. Die späten 80er und frühen 90er zählten als die goldene Ära der Mittelgewichtler. Selten gab es so viele talentierte Kämpfer zur gleichen Zeit. Das Resultat dieser goldenen Ära: legendäre Kämpfe. Heute möchte ich aber über die dunkle Seite des Boxsports sprechen. Ein großer Kampf mit dem vielleicht traurigsten Ende der Boxgeschichte. Nach diesem Kampf wollte die britische Regierung Boxkämpfe für illegal erklären. Ein Kämpfer, der für seinen Traum, ein großer Weltmeister zu werden, teuer bezahlen musste. Er gab sein Leben in diesem Kampf, wurde danach aber trotzdem ausgebuht und als Feigling bezeichnet. Warum Gerald McClellan noch heute seine Familie fragt, ob er den Kampf seines Lebens verloren hat, erfährt ihr jetzt. Gerald the G-Man McClellan war einer der talentiertesten Boxer aller Zeiten. Er zählte zu den härtesten Puncher der Geschichte. Selbst Mike Tyson bewunderte ihn. Who's the best of those out there? Gerald McClellan, I believe the name, McLean. I've seen some tapes of him. It's from highlights and he seems like a dynamo. Als Mittelgewichtler knockte er im Sparring namhafte Schwergewichtler aus. Er absolvierte eine gute Amateurkarriere, wo er sogar Roy Jones Jr. schlug. Im August 1988 gab der schlagstarke Gerald McClellan dann sein Debüt als Profiboxer, wo er ebenfalls überzeugte. 1991 wurde er dann WBO-Weltmeister, indem er John Mukabi in Großbritannien in nur einer Runde K.O. schlug. Ein Ort, der später noch eine sehr wichtige Rolle in seinem Leben spielen wird. Zu diesem Zeitpunkt war in der Boxwelt eigentlich klar, dass es nur einen Megafight geben kann. Und das war der Rückkampf zwischen Roy Jones Jr. und Gerald McClellan. Immerhin sah Roy Jones zu diesem Zeitpunkt unbesiegbar aus und McClellan war der Mann, der ihm bei den Amateuren eine bittere Niederlage zufügte. Nach seinen zwei K.O.-Siegen über einen der gefürchtetsten Puncher aller Zeiten namens Julian Jackson befand McClellan sich am Höhepunkt seiner Karriere. Er war nun mit 27 Jahren WBC-Weltmeister im Mittelgewicht. Sein Traum, für den er so lange so hart gearbeitet hat, wurde wahr. Aber er wollte der Welt beweisen, dass er nicht nur ein Weltmeister von vielen, sondern dass er einer der Besten aller Zeiten war. Aufgrund seiner beeindruckenden K.O.-Quote war er äußerst gefürchtet von seiner Konkurrenz. Es machte den Anschein, dass den jungen Champion nichts und niemand stoppen kann. Ab diesem Punkt übernahm der berühmte Promoter Don King seine Boxkarriere, der gerade erst mit Mike Tysons Karriere fertig war. Sein nächstes Opfer war nun Gerald McClellan. Er tat genau das, was er schon bei Tyson tat. Er eliminierte das einzige Organ im Team, das ihm gefährlich werden könnte. Er brachte McClellan dazu, seinen legendären Krong-Gym-Trainer Emmanuel Stewart zu feuern und ersetzte diesen mit dem unbekannten Stan Jackson. Der unerfahrene Coach sollte später nach dem Kampf für die Tragödie mitverantwortlich gemacht werden. Don King versprach McClellan den Megafight gegen Roy Jones Jr. im Supermittelgewicht. Doch zuerst musste er an den Briten und WBC Supermittelgewichtschampion Nigel the Dark Destroyer Ben vorbei. Der Kampf fand am 25.02.1995 in London statt. Für den 27-jährigen McClellan war dies der erste Kampf im Supermittelgewicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte er einen Kampfrekord von 30 Siegen mit 29 K.O.s, 20 davon in der ersten Runde. Er war der gefürchtetste Mittelgewichtler. Vor dem Kampf war nur die Rede von McClellan. Er war der haushohe Favorit. Kaum jemand machte sich darüber Gedanken, wie er zum ersten Mal im Supermittelgewicht performen würde. Alle fragten sich lediglich, wann der 5:1 Underdog Ben K.O. gehen würde. Don King vermarktete seinen G-Man in London als den Mittelgewichts Mike Tyson. Und selbst McClellan rechnete nicht mit viel Gegenwehr von Nigel Benn. Tickets für den Fight waren innerhalb von ein paar Tagen ausverkauft. Beide Kämpfer waren als sehr harte Fighter bekannt. Experten erwarteten eine Ringschlacht. Und diese sollten sie auch bekommen. Leider nahm der Kampf zumindest für einen der beiden einen äußerst tragischen Ausgang.
This is one of the most eagerly anticipated fights on both sides of the Atlantic for many, many years. It's going to be absolutely dynamite when it lasts. Wir gehen zurück in das Jahr 1995 in London. Es ist der 25. Februar und die Arena ist voll. Die Zuschauer sind wie elektrisiert. Mike Tyson and the Haggler, Ben says he's never judged anybody. He's promised to be the old dark destroyer tonight. At 31, he knows there aren't many nights like this ahead of him if he loses. Pull up a ringside seat with us and well to... Endlich ertönt der Gong und der Kampf beginnt. Bereits in Runde 1 legt McClellan ein Tempo vor, dem Nigel Benn kaum gewachsen ist. Es sieht fast so aus, als wenn der WBC-Champ Nigel Benn, wie schon die 20 anderen Gegner von McClellan, in der ersten Runde K.O. geht. Der G-Man deckt Benn derart mit harten Schlägen ein, dass der aus dem Ring fällt und es während dem Anzählen nur mit knapper Not zurück in den Ring schafft. Ducking very low, Jim, below the waistline, and he looks as though he's done him in the opening round, and we thought this might happen. That was why the odds were so big. Is he going to climb back? You can usually get a bit long. Nigel Benn erholt sich von diesem schockierenden Niederschlag und überlebt nur knapp diese erste Runde. That's it. He survived the round anyway. So all bets off on the first round decision. That was what the bookmakers were worried about. I frankly couldn't care less about them. In der zweiten Runde dreht dann aber Nigel Benn auf und übt Druck auf den US-Amerikaner aus. Er beweist Herz und macht McClellan klar, dass es noch lange nicht vorbei ist. See, people always say, and quite rightly, he's a great puncher, but the fellow can box a bit. That's a good shot from Benn. That's a good left hook. That's exactly what he needs. Get some confidence back into that. Die Zuschauer sind aus dem Häuschen, die Atmosphäre unbeschreiblich. In den folgenden Runden liefern sich beide Kontrahenten eines der härtesten Gefechte der Boxgeschichte und bringen sich abwechselnd bis an den Rand eines Niederschlags. Beide stecken eine Vielzahl von harten Händen ein. Well, and I think recedes like success because he's got overconfident. But he's still there. Oh, dear. That long right hand I just said to you, that's the one he hurt. In der fünften Runde dann aber gibt es das erste Anzeichen, dass irgendwas bei Gerald McClellan nicht in Ordnung ist. Er scheint nicht genug Sauerstoff zu bekommen. McClellan hat seinen Mundschutz draußen und hält diesen mit seinen Zähnen fest. In der sechsten Runde knockt Benn seinen Kontrahenten mit einer powervollen Rechten den Mundschutz aus dem Gesicht. Für beide Kämpfer ist es der bislang wichtigste Fight ihrer Karriere. Sie verausgaben sich bis aufs Letzte. In der achten Runde zeigt McClellan nochmal, wie viel Dampf in seinen Händen steckt. 35 Sekunden vor Ende der Runde schickt er Nigel Benn erneut auf den Boden. Benn, right above us here, Jim. Look at there he goes again. The wounded lion bit again. But he's back in trouble here. Legs of that dredge. He's got to get out of that corner, Jim. He's got to get out of that corner and he won't. But he doesn't mind being in the corner. That was the own impetus of missing with the punch. Wie durch ein Wunder kommt Nigel Benn wieder auf die Beine und antwortet prompt mit seinen Händen. Die neunte Runde ist entscheidend für all das, was danach passieren sollte. Nigel Benn und Gerald McClellan stoßen unabsichtlich mit den Köpfen zusammen. McClellan, der zu diesem Zeitpunkt nach Punkten klar vorne liegt, geht in seine Ecke und reklamiert dies. Auf einmal aber sackt er dann in die Knie ein und lässt sich anzählen. Die Fans in der Arena gehen davon aus, dass er simuliert. Sie sind entsetzt, es folgen Buhrufe. Oh, now the crowd don't like this. Danny Mancini screaming at the referee, make him fight on. This is good news for Benn. This is good news for Benn. McClellan does. Ab da ereignen sich äußerst merkwürdige Dinge in der Arena, die sich zu diesem Zeitpunkt niemand wirklich erklären kann. Irgendwas scheint mit dem G-Man nicht mehr in Ordnung zu sein. Er blinzelt andauernd mit den Augen und streicht sich häufig über das linke Auge, als wenn er einen Cut hätte. Has a good job for McClellan. He's blinking a lot, isn't he, Jim? You notice that McClellan on the way back? Maybe a mannerism, but I doubt it. Never. Ab diesem Moment geht er dem Kampf völlig aus dem Weg. Es kommen keine Aktionen mehr von ihm. Er möchte nicht mehr im Ring stehen. Sein Coach, der Ringarzt und der Ringrichter reagieren aber nicht. Was spielt sich zu diesem Zeitpunkt in Gerald McClellans Kopf ab? Sollte er aus dem Kampf genommen werden?
Sein neuer und unerfahrener Trainer motiviert ihn in der Ecke nochmal Vollgas zu geben. Die TV-Kommentatoren sind der Meinung, dass sein Wille gebrochen sei. Nigel Benn auf der anderen Seite wittert natürlich seine Chance und dreht voll auf. Die 10. Runde ist dann die letzte. Gerald McClellan, der überhaupt keine Gegenwehr mehr zeigt, ist nur noch ein offenes Ziel. Nach einem weiteren Volltreffer von Benn geht er erneut in die Knie und lässt sich anzählen. Er kommt nochmal hoch, aber wenige Sekunden später sackt er ein weiteres Mal ein und lässt sich dieses Mal auszählen. Der Kampf ist vorbei. Die Fans, die Presse und die Kampfkommentatoren können nicht verstehen, dass er einfach so freiwillig aufgibt und unterstellen ihm kurzzeitig eine gewisse Feigheit. Während der Underdog Nigel Benn sich feiern lässt, geht Gerald McClellan völlig erschöpft in seine Ecke. Seine letzten Worte sind: "Bringt mir sofort einen Stuhl." Danach bricht er vor seinem Team zusammen. Er bekommt eine Sauerstoffmaske angelegt, bis er letztlich von Sanitätern aus der Halle getragen wird. We're going to wrap this interview because we have a serious problem in the ring with Gerald McClellan. They got a neck brace on them, they got oxygen on. Während der Sieger Nigel Benn aus dem Ring in seine Umkleide geht, kollabiert auch dieser. Er wird in dasselbe Krankenhaus wie McClellan eingeliefert. Nachdem ich im Krankenhaus wieder zu mir kam und ich erfuhr, was passiert ist, ging ich sofort in das Krankenzimmer von McClellan. Er lag im Koma. Ich küsste seine Hand und ging wieder raus. An diesem Tag betete ich für ihn, sagte Benn. McClellans Promoter, Don King, der nach diesem Fall sofort Benn unter Vertrag nahm, warf ihm vor, aufgegeben zu haben. Im Krankenhaus sagte er zum Trainer Stan Jackson, er hat kapituliert wie eine Ente. Er war fertig mit ihm. Nachdem Gerald McClellan in ein Londoner Krankenhaus eingeliefert wurde, musste ihm ein Blutgerinnsel im Gehirn operativ entfernt werden. Außerdem erlitt McClellan 2 Schlaganfälle sowie einen Herzinfarkt. Nachdem der einstige Boxweltmeister 11 Tage im Koma lag, brachten weitere Untersuchungen die bittere Erkenntnis, dass eine vollständige Genesung ausgeschlossen ist. Gerald McClellan ist seither völlig blind und zu 80% taub. Er sitzt nun bis ans Ende seines Lebens in einem Rollstuhl und muss rund um die Uhr betreut werden. Zudem ist das Gedächtnis von McClellan erheblich beschädigt. Seitdem pflegen beide Schwestern ihren behinderten Bruder. Die medizinische Rundumbetreuung brachte die McClellan-Familie an ihre finanziellen Grenzen. Aber sie weigerten sich, ihren einzigen Champion aufzugeben. Als ich erfuhr, dass McClellan sich von seinen Verletzungen nie wieder erholen wird, war ich am Boden zerstört. Ich wollte meine Karriere beenden. 1995 habe ich meine Handschuhe an den Nagel gehangen, sagte Nigel Benn. In der britischen Presse gab es einen riesigen Aufschrei. Es war ein großer Skandal, weil eine ähnliche Geschichte bereits vor 2 Jahren im Kampf Chris Eubank und Michael Watson geschah. Der Boxsport sollte ernsthaft abgeschafft werden. Nigel Benn übernahm einen großen Teil der Behandlungskosten für McClellan und organisierte 2007 eine Benefizveranstaltung in London, wo $200.000 an Spendengeldern zusammenkamen. Auch die Promoter Don King und Frank Warren beteiligten sich jeweils mit $25.000. 12 Jahre nach diesem schrecklichen Kampf in London trafen Nigel Benn und Gerald McClellan bei dieser Benefizveranstaltung aufeinander. Es war ein sehr emotionaler Moment. Nachdem Nigel Benn McClellan in diesem Zustand im Rollstuhl sah, brach er in Tränen aus. Nigel Gregory Benn. Nigel Gregory Benn. Yes. From London. Yes. Yes. Seeing Nigel, it was probably more emotion in that moment than it's been in 12 years. Stayed in the hospital for 6 months. 6 months.
12 years have all just come up in one go. 12 years has just hit me. And Lisa. What? This man almost took my life. Absolutely. Huh? Absolutely. Lisa, that's Sam. Yes. It hit me real hard that er konnte nicht ertragen, was er diesem Mann angetan hat. Es war ein trauriges Ende einer grandiosen Karriere. Ein gefallener Krieger, der uns immer in Erinnerung bleiben wird. McClellans Schwester erzählte, dass ihr Bruder sie häufig fragt, ob er den Kampf verloren hat. Sie antwortet jedes Mal mit: Nein, hast du nicht.